irgendwie. Aber jetzt, was gibt es Neues auf den Verkehrs, auf den Straßen, sage ich, Karl Waleschek? Probleme auf der A21, der Wiener Außenringautobahn, und zwar Richtung Westautobahn. Im Baustellenbereich bei Heiligenkreuz ist eine Fahrspur nach einem Unfall blockiert, da gibt es erheblichen Stau. A22 von der Uferautobahn Richtung Wien, die Ausfahrt von Neuburg West ist wegen Bauarbeiten gesperrt, ausweichen können Sie über Neuburg Ost. Dann noch eine Meldung mit der Wiener Linie, die Straßenbahnlinie 31 ist eingestellt heute, und zwar zwischen Floridsdorf und dem Friedrich-Engels-Platz. Da sind Gleisbauarbeiten, aber ersatzweise fahren natürlich Autobusse. Gute Fahrt. Zwischen Floridsdorf und Engelsplatz, also über den Floridsdorfer Brücke. Genau, dort machen Sie oder zu Fuß drüber spazieren, genau. Danke, Karl Waleschek. So, nun www. Das Wiener Wochenwetter. Mit kompetenter Musikuntermalung. Das Wiener Wochenwetter. Eine windige, wechselhafte und wenig warme Woche steht uns bevor. Warum? Morgen und übermorgen zeigt sich zwar noch ab und zu die Sonne. Leider unbeständiger, kühler und stürmischer. Auch mit Regenschauern muss gerechnet werden. Da sind diese Wüstenbewohner, die noch mehr den Regen gesehen haben, so gekommen, um sich anzuschauen. Zusammenfassend ließe sich sagen, es wird ein bisschen ungemütlich.